Schönen guten Abend. Schön, dass du Getränke besorgt hast. Ich nehme an, das ist ein Cuba Libre für mich, ein Bier für dich. Und wir gehen mal schön raus an die frische Luft. Prost. Auf den Balkon. Ich gehe mal vor, ich zeig dir mal den Weg. Und zwar ist es zwar nicht ganz dein Revier, aber du bist ja ein Hamburger Jung. Kennst du dich auf dem Kiez aus? Ja, ganz Hamburg ist mein Revier, so sieht's mal aus. So sieht's mal aus. Prost erstmal, komm. Ich habe so lange auf diesen Schluck gewartet. Oh, herrlich. Das heißt, gehst du hier aus? Ja, wirklich ausgehen nicht mehr so viel. Ne? Ich meine, die wilde Stumm- und Drangzeit ist etwas vorüber. Vereinzelt, wenn wir nochmal irgendwie im Dunkopf hier rüber torkeln, dann meistens im Hamburger Berg noch auf eine Kickerpartie enden. Das kommt schon mal vor, aber so richtig hier Club Life ist nicht mehr. Na gut. Du hast mich, Matthias, verhaftet. Das ist im Übrigen zu sehen auf talk.de als Polizeioberkommissar Mattes Seeler. Ich fand das super. Also Peter hat mich ja bei dir abgeliefert. Ach ja. Im Studio Hamburg. Du spielst Oberkommissar Mattes Seeler, schön hamburgischer Name, in der ZDF-Erfolgsserie Notruf Hafenkante, schon seit 2009. Das ist ja eine ganze Zeit. Was ist denn die Herausforderung, eine Rolle über die Zeit zu entwickeln? Nur ist im Grunde keine Herausforderung, das ist so ein bisschen der Vorteil einer Serie, dass man die Figur eben entwickeln kann oder auch das Format an sich. Und als ich angefangen habe, war es wirklich noch so ein klassisches, ich sag mal ein bisschen dröges ZDF-Vorabendformat. Und dem Verjüngungswahnsinns des ZDF ist es zu verdanken, dass es jetzt wirklich eine Polizeiserie ist, die sich wirklich sehen lassen kann. Wie würdest du deine Entwicklung oder die Entwicklung der Rolle beschreiben? Die war ja zu Anfang recht stürmisch. Da ging so, nee, es gab mal einen klaren Cut, so weg vom grünen Ohr, so moin Mattes Seeler, wir können loslegen, bis hin zum, ja Mattes Seeler, los geht's. Irgendwann kam ein junger Schauspieler nach, da haben sie gesagt, der Sunnyboy Mattes Seeler muss weichen und reifen zum Manne und das kam mir eigentlich ganz zu Pass und jetzt bin ich so ein bisschen der abgefressene, coolere Sheriff hier in Hamburg und das macht auch Spaß. Hamburger Sheriff, das klingt gut. Es, ja, das handelt ja nicht nur von den Polizisten, sondern auch vom fiktiven Elbkrankenhaus. Wir hatten auch mal Fabian Harloff hier, Dr. Hase. Habt ihr mal zu tun gehabt miteinander? Ja, ständig, klar. Ihr ermittelt ständig zusammen? Nein, ermitteln nicht. Ne? Er verarztet, wir ermitteln. Hat er dich mal operiert? Nein. Ja, so weit war es nicht, aber ich lag schon mal bei ihm auf der Liege. Ja. Ach, wie schön. Mit Rücken. Bitte? Mit Rücken. Ja. Ja, prima. Ich könnte mir vorstellen, so eine Serie, du bist, glaube ich, 8 Monate im Jahr damit beschäftigt, ist vielleicht auch ganz praktisch für ein Familienleben. Du hast 2 Kinder, kannst hier in Hamburg wohnen. War das mit ein Grund, auch Ja zu sagen? Nicht bei der Hochzeit? Nee, ja, als ich zugesagt habe zur Serie, da haben wir noch in Berlin gelebt und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir dachten, irgendwie Hamburg ist eigentlich eine ganz gute Option, zumal meine Frau mit dem ersten Baby schwanger war und da wollten wir gerne mehr zusammen sein natürlich und sind nach Hamburg gezogen und das hat sich auch wirklich ja, bewährt, das ist super. Ich bin viel zu Hause, habe alles mitgekriegt und ist perfekt. Ist es denn so, genauso wie beim Theater, dass man so einen Jahresvertrag hat und dann in Ruhe hier arbeiten kann? Ja, die Zeiten sind vorbei. Jahresvertrag ist nicht mehr. Wir kriegen jetzt immer so pro Block Verträge, sprich für 5 Folgen. Wir werden optioniert fürs Jahr, sozusagen, dass wir nicht raus können, aber wir jederzeit gefeuert werden können. 5 Folgen? Aber das Drehbuch geht doch bestimmt viel weiter als 5 Folgen, oder? Ja, natürlich. Die dramaturgische Entwicklung signalisiert einem schon so ein bisschen, wohin die Reise geht. Aber ich bin schon ein paar Tage dabei, da hat es schon Beispiele gegeben, wo Kollegen auf dem Abschlussfest standen und nach 9 Drehbüchern gefragt haben, die aber leider für sie nicht mehr stattgefunden haben. Also es kommt auch vor. Oha, das böse ZDF. Ja, nicht nur ZDF, das ist passiert mal, egal wo. Das sind alle. Wie viel schaffst du denn nebenbei noch im Jahr? Was für Produktionen schaffst du noch neben Notruf Hafenkante? Ja, das kommt ganz drauf an, ob das denn matcht mit meinen freien Zeiten, mit den Hamburger Drehblöcken hier sozusagen. Ich habe die ersten 5 Jahre viel nebenbei gemacht. Natürlich ist der Serie auch geschuldet, dass man viel absagen muss und dann irgendwann werden die Anrufe weniger und dann ist man schon so ein bisschen raus, weil alle sagen, ach komm, der dreht eh seinen Sheriff da in Hamburg. Den brauchst du gar nicht anrufen, aber ich bin frei von Zeit zu Zeit.
Alles klar, wir springen einmal zurück, denn bekannt bist du dem Publikum geworden in dem ARD-Film Der Schrei der Liebe mit Jürgen Prochnow und Eva Mattes. Du warst gerade mal 18, als du das gedreht hast. Ich stelle mir das, also erstmal ist es, du hast einen Stricher gespielt, den Stricher Jannis, eine mutige Rolle. Wie war das überhaupt, erstmal mit solchen Stars zu spielen und als so junger Mann so ein Thema zu bearbeiten? Ja, das war der Hammer, ne? Also ich war, hatte anderthalb Jahre Daily Soap gespielt in Köln, habe mit 17 angefangen, habe da gewohnt und gedreht und habe aber relativ schnell gemerkt, dass es jetzt nicht so meine Erfüllung ist als Schauspieler. Ich dachte, wenn das jetzt alles ist, dann bin ich es vielleicht doch nicht so richtig mal aufgehoben. Und dann war ich auf dem Casting für was anderes, auch hier in Hamburg, Studio Hamburg-Gelände für Alpha Team, auch so eine auch relativ unspektakuläre Krankenhausserie. Da sagte der Caster, Mensch, ich habe hier noch was auf dem Tisch. Lies das mal durch, könnte was für dich sein. So und so sieht's aus. Jürgen Prochnow über Mattes Hauptrolle, du ein Stricher, ziehst da rein. Mega Buch, mega Regisseur, Jürgen Prochnow zum Niederknien. Bei der Drehbuchbesprechung ja, hatte ich natürlich schon erstmal ordentlich Respekt, aber es war einfach eine der besten Arbeiten aufgrund des Umfelds, die ich bis jetzt machen durfte. Und offensichtlich haben die dich auch ernst genommen und eine Nominierung für einen Telestar, für den besten Nachwuchsschauspieler gab es auch. Also das ja, war ein guter Durchstart, würde ich mal so sagen. In Berlin hast du auch gespielt. Du hast aber auch so Rollen in Rosamunde Pilcher und dem Traumschiff gespielt und du bist ja auch so eine Art Schwiegersohn-Typ oder warst vielleicht Schwiegersohn-Typ. Hast du Groupies, Matthias? Ja, so ein paar. Ich glaube, vier habe ich heute schon gesehen hier. ja, schönen Gruß, Sie sind aus Thüringen angereist, also Mädchen, ihr seid ja die härtesten. Hallo Thüringen. Ja klar, das bringt der Beruf so ein bisschen mit sich, ne? Da sammelt man so ein bisschen was zusammen in jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, 22, 23 Jahren und durch Berliner Zeiten und so, klar. Ich meine, das jetzt, die Groupies kommen jetzt nicht unbedingt aus der Pilcher-Ecke, das ist auch mal eine andere Baustelle, aber ja, so ein bisschen was kommt zusammen, ne? Schreiben die Liebesbriefe? Ach, das eigentlich eher weniger. Es ist wirklich immer meistens ganz höfliche Autogrammpost. Also die richtig scharfen Bikini-Fotos warte ich immer noch drauf. Liebe Groupies von Matthias Schloh, schick die Bikini-Fotos. Dann würdest du die Liebesbriefe auch selbst beantworten, oder? Ja, die beantworte ich sowieso. Also zumindest schicke ich Autogramme. Okay, ach, das ist ja schön. Also die Autogrammwünsche bitte auch. Wir hatten auch Josef Heinert hier, deinen Polizeiruf 110-Kollegen. Und der hat gesagt, er ist damals in die Theater-AG gegangen, weil er die Mädchen kennenlernen wollte. Wie bist du denn überhaupt zum Schauspiel gekommen? Na, Mädchen hatte ich zu der Zeit schon genug. Ich bin auch in die Theater-AG gegangen, weil wir Freizeit haben wollten eigentlich. So ich und drei Jungs haben gesagt, das Theaterprojektwoche, da gehen wir hin, da machen wir gar nichts, einfach mal zwei Wochen, das wird mega gut. Haben wir leider auf die falsche Karte gesetzt, weil wir hatten einen ganz plinschen, außerschulischen Theaterregisseur, der da irgendwie so ein bisschen was in mir losgetreten hat. Also der hat da irgendwie auf die richtigen Knöpfe gedrückt, keine Ahnung. Ich war das erste Mal in meiner Schulzeit richtig engagiert und wir haben letzten Endes zwei Jahre lang das ganze Jahr durchgearbeitet und haben da alles reingeschmissen, haben Tourneen gemacht in Hannover, Soldau, überall, die ganze Nordheide abgeklingelt. Und das war eine Riesenzeit und letzten Endes habe ich da so ein bisschen meine Berufung gefunden. Denn ein Schulpraktikum bei der Polizei hast du ja, glaube ich, auch gemacht. Ne? Wäre das eine Alternative gewesen? Ich sehe mich ja eigentlich mal als Kommissarin und ich möchte unbedingt mal zum Tatort kommen und sagen, was haben wir? Wäre das was für dich gewesen, ernsthaft Polizist zu werden? Absolut. Ich habe das Schulpraktikum gemacht. Ich habe viele Polizisten im Bekanntenkreis. Ich finde das einen recht sympathischen Beruf. Aber eben jener Schultheaterregisseur wusste es zu verändern. Der ist dann zu meiner Mutter gerannt und hat gesagt, wenn du den Jungen zur Polizeischule gehen lässt, dann rede ich kein Wort mehr mit dir, der muss auf die Schauspielschule. Und am Ende hat er wahrscheinlich recht behalten und so, jetzt habe ich ja die beste Mischung, besser geht's ja nicht. Jetzt bin ich Schauspieler und spiele Polizisten in meiner Heimatstadt, mehr geht eigentlich nicht. Der Hammer und was für ein cooler Lehrer, ne? Ja. Du fährst auch jedes Jahr bei der Polizei mit. Da ist die Frage, warum ist dir das so wichtig? Du fährst ja einfach mal einen Tag, zwei Tage mit, ne? Genau, also sozusagen hospitiere ich dann. Und es ist lustig, ich bin gar nicht so der Method Actor. Also ich muss mir jetzt nicht einen reinknallen, um betrunken zu sein, zu spielen. So. Ich finde es einfach interessant. Und die Jungs und Mädels, die reißen da einfach eine Wahnsinnsarbeit, von der man, glaube ich, so als Außenstehender nicht so einen richtigen Einblick hat. Also viele motzen ja auf die Polizei, aber ich kann euch sagen, wenn die nicht wären, dann wäre Hamburg schon ein ganz anderer Platz so. Schreiben uns hinter die Ohren. Bist du mal irgendwie entweder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen oder hast du mal ein schönes Erlebnis mit der echten Polizei gehabt? Ja, ich bin mal. Hier kannst du alles sagen, das kriegt niemand mit. Ja, ich bin mal, gar nichts Schlimmes. Ich bin nur mit meiner Speed Triple
in Berlin in den Alexanderplatz-Tunnel gebrettert, habe runtergeschaltet in den zweiten und richtig gerissen, ich weiß nicht, bis 100 vielleicht, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich schon die grünen Männchen am Ende des Tunnels springen sehen mit der Kelle in der Hand und dann hat er mich angehalten und gesagt, Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben, ha? So, ja, keine Ahnung, aber hier in Berlin hat man einfach den besten Sound hier in diesem Tunnel. Also, tut mir leid. Ich klang, glaube ich, sehr schnell, aber so schnell war ich gar nicht. Und dann musste er schon ein bisschen grinsen und sagt, hier, komm, weiter. Er hat es eingesehen. Er hat es eingesehen. Du hast Familie, das habe ich eingangs schon gesagt. Und es gibt auch den Hund Murphy, der ab und zu mit zum Set darf. Das finde ich auch sehr, wirklich familienfreundlich, ne, bei euch. Und du bist sehr sportlich, naturverbunden auch. Das können wir jetzt nicht auch noch besprechen. Du machst zum Beispiel Free Arch. Was ist denn Free Arch? Free Arch? Also ich habe einen Facebook-Account, Free Archer, Matthias Schlur, wenn du darauf hinaus willst. Das ist mein Bogenschieß-Account. Also ich bin traditioneller Bogenschütze. Ja, das ist, ja, die einen sagen, es ist gar kein Sport, aber ich kann dir sagen, wenn man so ein 4-5-Stunden-Turnier mit 8 Kilometern runterreißt und irgendwie ordentlich schießt dabei, dann kommst du auch in Schweiß. Und wahrscheinlich auch in Konzentration, oder ist das meditativ? Ja, es gibt auch so die meditative Fraktion, hat was mit Konzentration zu tun, aber für mich ist eigentlich der Spaß überwiegend und ja, eben die Naturverbundenheit und einfach draußen sein, ein bisschen, ja, Kopf frei machen. Ja, machst du noch mit einer weiteren Sache, du machst nämlich Survival-Training. Wie bist du dazu gekommen und warum muss es das Überlebenstraining sein? Ja, weiß ich gar nicht. Ich bin irgendwie schon immer viel, draußen viel rumgetrieben und irgendwann kam mein Bruder mal mit so einem Kurs um die Ecke und sagte, komm, lass das mal machen. Und ja, das hat sich bewährt. Jetzt ist ja fast schon gute Tradition geworden. Wir haben jetzt irgendwie Sumpf-Survival, Wüsten-Survival, jetzt irgendwie Castaway wäre das nächste oder Flucht, Thema Flucht. Gibt es auch noch so ein Ding, was unser Survival-Trainer da an Malente anbietet. Das ist einfach mal ganz angenehm, so ein bisschen mal den Stecker zu ziehen und so aufs Minimum reduziert zu werden, dann weißt du nochmal, wo dein Platz ist in der Natur. Hast du da mal irgendwas Wildes gegessen? Da haben wir schon alles Mögliche gegessen. Das Wildeste war wohl ein Skorpion, glaube ich. Wie schmeckt der? Hat was Scampi-artiges. Das finde ich ganz lecker. Sag mal, jetzt geht ja auch die neue Staffel Dschungelcamp los. So langsam werden die Leute nominiert. Mark Terenzi, Eva Habermann. Sehen wir dich im Dschungelcamp, Matthias Schloh? Auf gar keinen Fall. Falls das Angebot doch kommt, dass du nicht ausschlagen kannst, laden wir dich wieder ein. Wir sprechen uns gleich noch. Vielen Dank, soweit erstmal. Und damit geben wir von der Außenschalte ab an die Bühne. Und dazu gibt es Musik, das Horse with No Name Orchestra. Ein Ex-Fußballspieler, unter anderem auch FC St. Pauli, der vor roundabout 11 Jahren die Idee hatte, ich will nur mal kurz die Welt retten oder sie zumindest für viele, viele Menschen erträglicher machen mit einem Zugang zu Trinkwasser. Herzlich willkommen bei TalkDot, Viva Con Aqua Gründer Benny Adrian. Ja. Benny, du bist 1981 in Stuttgart geboren und wir hatten hier schon mal einen Schwaben sitzen, den amtierenden Kurzbahn-Schwimmweltmeister Markus Deibler. Und wir haben eine klassische Frage, die wir jedem Schwaben stellen. Kennst du die Haltestationen der Schwäbischen Eisenbahn? Die Haltestationen der Schwäbischen Eisenbahn gibt's gar viele. Haltstation und jetzt kommst du! Hanna, Durlebach. Wo kommst du her? Ich bin in Stuttgart geboren. Sturgart. Da. Klappt ja super. Biberach. Ja, Biberach natürlich. Der eine, also, hast du ich gesagt. Dir der vor. Es heißt, Haltstation ist Sturgart, Ulm und Biberach, Mettgebeure, Durlebach. Ja, und dann kommt Rulla, Rulla, Rullala. Okay, also da muss man sagen, hat Markus Deibler am Schluss alle Städte gewusst. Tatsächlich. Ja, ja. Aber immerhin, wir haben es mit dir probiert. Dein Vater Rainer ist Fußball... Du bist ja Bayer. Ich bin der Bayer. Ich weiß auch, ob das auch schon hier mal gesagt worden ist. Du bist ja Bayer. Wir wurden ja auch in der vorherigen, also in dem Vordreh, haben wir ja versucht zusammen... auf der Reeperbahn nachts um halb eins zu singen. Haben hat beide nicht hingekriegt. Nö, hat natürlich nicht geklappt, aber Astrid Rolle hat das kann Text als Hamburgerinnen. Ja. Vielleicht könntest du da nachher nochmal Astrid einen zum Besten geben. Vater Rainer war und ist Fußballspieler gewesen, Fußballtrainer unter anderem der U21-Nationalmannschaft gewesen. Muss man als Sohn eines Fußballers in die Stollenfußstapfen treten? Nein, das muss man nicht.
Ich habe das getan, zumindest eine Zeit lang. Kann mich aber immer noch daran erinnern, wie mein Vater mir damals geraten hat: Sohn, mach was Ordentliches, spiel doch nicht Fußball, sondern lern was Gescheites. Und ja, ich habe dann so eine Mischung gemacht aus beidem. Ja. Wie sieht das bei deinen Geschwistern aus? Sind die im Sport gelandet? Meine Schwester ist hier, die spielt wenig Fußball, oder? Gar kein Fußball. Und mein Bruder, der hat ganz gerne gespielt. Und jetzt, glaube ich, aber nur noch so hobbymäßig. Also der einzige Sportler oder die beiden einzigen sind dein Vater und du? Ja. Du hast mit 17 Jahren... Mein Sohn spielt beim SC Sternschanze. Aha. Ja. Da kocht die Stimmung in Hamburg. Ja, ja. Du weißt, was man hier sagen muss. Ja. Und von daher da ganz erfolgreich, ja. Und ihr seid schon in Vertragsverhandlungen natürlich mit dem Verein da drüben. Ich habe da so einen von seinen Mitspielern, habe ich ins Auge gefasst. Mit dessen Vater bin ich zum Bier verabredet jetzt bald. Na. Du hast nicht immer gleich dem Fußball vertraut, denn du hast mit 17 Jahren eigentlich schon das Ganze wieder an den Nagel hängen wollen. Stimmt das? Was ist denn da passiert? Ich habe mit 17 einfach aufgehört, mal Fußball zu spielen zwischendurch. Ich habe sehr früh, muss man sagen, mit 12 beim VfB Stuttgart damals gelandet und dann sehr schnell leistungsorientiert Fußball mit 14 Nationalmannschaft und so weiter. Es gibt da natürlich Leute, die dann nur gerne Fußball spielen. Bei mir war das auch ein bisschen anders. Das heißt, meine Freunde sind immer alle auf die Konzerte und zu den Partys und so und ich musste dann zum Kicken. Das ist mir dann irgendwann ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und mit 17 habe ich dann gesagt, jetzt mal stopp, ich konzentriere mich auf mein Abitur. Du lernst das Gescheites, ja. Da habe ich mich ein Jahr voll und ganz auf mein Abitur konzentriert. Das hat bei meinen schulischen Leistungen nicht besonders geholfen. Und dann habe ich nochmal angefangen. In dem letzten A-Jugendjahr habe ich dann doch nochmal gespielt und bin dann ja doch nochmal auch 6 Jahre lang professionell damit mein Geld verdient. Und immer wieder aber auch daran gedacht, eben an das andere Standbein zu denken. Denn studiert hast du ja auch ein paar schöne Geschichten. Wenn ich hier so lese, da war Geschichte dabei, Kulturwissenschaften war dabei, International Management war dabei, immer an verschiedenen Orten. Ja. Warum? Klingt richtig gut, ne? Ja, war das irgendwie so, ja, ich muss einfach an später denken, ich brauche nur ein anderes Standbein oder gab es da... Also, das ist jetzt sehr dick aufgetragen. Geschichte habe ich ein Semester studiert. Kulturwissenschaften habe ich ein Semester studiert. Ja, beides Mal wurde ich danach von der Universität irgendwann exmatrikuliert, weil ich mich da einfach nicht mehr gemeldet habe. Irgendwann. Und mein Bachelor habe ich tatsächlich vorgestern abgegeben. Kein Scherz. Also, in International, ja, das ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Ja, von daher, warum das passiert ist, naja, ich habe einfach immer das Bedürfnis gehabt, auch nebenher noch mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, auch ein bisschen was zu lernen und dann war eben damals die Idee, neben dem Fußball noch ein Studium vielleicht zu absolvieren. Als Fußballprofi hat man ja dann Training morgens und ab mittags dann oft auch frei und ja, das habe ich dann zweimal probiert, zweimal hat es aber nicht so richtig hingehauen und das habe ich jetzt dann nochmal ein bisschen berufsbegleitend nachgeholt. Die Fußballstation müssen wir auch noch mal ganz kurz aufzählen. Neckar-Rems, dann begann alles, also ja. Keine Champions League-Verein, glaube ich, ne? Neckar-Rems. VfB Neckar-Rems. Ja, also VfB Neckar-Rems ist ja dafür berühmt, dass der Neckar und die Rems dort zusammenfließen. Und an der Stelle, wo die zusammenfließen, wurde damals, als wir doch noch wohnten, eine Holzbrücke gebaut. Diese Holzbrücke war zu seiner Zeit die längste freischwebende Holzbrücke Europas. Ich bin also so beeindruckt, Benny, dass ich es gar nicht sagen kann. Und der Haching war noch dabei. Unter anderem Stuttgart war dabei. Und dann natürlich der FC St. Pauli. Da warst du von 2004 bis 2006. Aber, ja, und dann noch in der zweiten Mannschaft. Ne, durch Holger Stanislawski, den wir auch schon hier in der Sendung hatten. Du warst leider ein bisschen oft verletzt in der Zeit hier auf St. Pauli, ne? Kann das sein? Ja, das erste Jahr war okay, da habe ich gespielt, da habe ich über 30 Spiele gemacht, da war ich eigentlich auch immer so ein bisschen angeschlagen, aber es ging dann so eine Halbzeitpause, Schmerz, Spritze in Po und solche Sachen. Und dann die zweite Hälfte war dann ein bisschen weniger spielen, viel verletzt und dann eben auch schon Viva con Agua, dann hatte ich tatsächlich ein bisschen wenig Zeit für Training, weil das andere dann plötzlich so spannend wurde. Und dann hast du dich ja unsterblich gemacht mit einem Satz, als es, da freuen sich immer alle, du hast gesagt, entweder beim FC St. Pauli Fußball spielen oder gar nicht. Das stimmt, ja, das habe ich damals gesagt. Woher,
Woher als Schwab kommt diese Verbundenheit zu dieser Stadt und zu diesem Club? Na, jeder, der den Verein kennt, der ahnt das ja vielleicht, und ich kann das aus meiner Erfahrung bestätigen, dass es im deutschen Fußball keinen Fußballverein gibt, so wie den FC St. Pauli. Für mich persönlich war es so, dass der FC St. Pauli eben auf der einen Seite tatsächlich so meine privaten Interessen, Musik, Kultur, vielleicht auch ein bisschen, ja, politische Themen verbunden hat mit dem Fußballspielen. Und das macht kein Fußballverein so wie der FC St. Pauli, die Nähe zu dem Umfeld, die Nähe zu diesen kulturellen Themen. Und deswegen war für mich klar, das ist mein Zuhause. Damit hat sich das so ein bisschen für mich hier vereint. Und es war klar, danach will ich nicht mehr zum LR Aalen oder zu Wackerburghausen wechseln. Das war die einfach, wir alle mögen. Also das ist ja ganz, ganz klar. Aber okay, an dieser Stelle. Hast du Heimweh nach dem Süden manchmal? Habe ich. Ich bin jetzt ja auch seit dann 12 Jahren in Hamburg. Und ich mag die Berge und ich mag es auch total gerne, wenn die Sonne scheint. Und beides ist manchmal hier ein bisschen schwierig. Deswegen, aber wir haben sehr schöne Grautöne da draußen auch. Ja, das stimmt, ja. Die kenne ich nur leider jetzt auch schon eine Weile. Nein, also ich mag das hier total gerne. Ich bin hier zu Hause, meine Familie ist hier. Und gleichzeitig zieht es mich auch immer mal wieder in den Süden, ja. Heiß kann es aber trotzdem in Hamburg auch an kalten Tagen werden, wenn man nämlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, die richtigen Menschen an seiner Seite hat oder eben halt auch auf der Bühne. Und apropos, da müsste jetzt eigentlich die Eve stehen. Rolle, würdest du bitte mal Frau Champagne irgendwie hierher holen? Lieber Herr Dirmer, sehr gerne, wenn du mich scheust, laufe ich. Ich guck mal Backstage, ob wir Eve Champagne finden und vermutlich hier irgendwo in den Katakomben oder auf der schönstrapazierten Toilette des Kiezes. Und die haben wir nämlich hier, die schönste Damentoilette. Einen wunderschönen guten Abend. Was für eine Ansicht. Einen wunderschönen guten Abend, Eve Champagne. Guten Abend. Du bist fantastisch aus und du bist dran. Komm mal nett. Oh, ich muss mal Requisiten aufregen. Was ist das für eine schöne Requisite? Das sind originale Straußenfederbrecher, mit denen ich einen klassischen Burlesque-Tanz für euch hervorführen werde. Das ist sozusagen ein Straußenbeiß-Tanz. Ui, das ist echte Straußenfeder. Der echte Straußenfeder. Was genau sehen wir? Und zwar eine klassische Burlesque-Show. Viel Spaß. Und erst einmal herzlich willkommen, Eve Champagne. Ich gebe dich ab an die Bühne und wir sehen den Burlesque-Star, Hamburgs Burlesque-Star. Dieses Wort habe ich geübt. Und nach eigenen Angaben die größte Rampensau Deutschlands. Talk dort, guck zu. Viel Spaß mit Eve Champagne. Thank you.
das ist nichts mehr für mein Alter. Eve, mein Gott, siehst du schön aus. Du hast dir ein Getränk verdient. Ja, das ist aber heiß hier oben und der Nebel. Eve Champagne auf dem Weg zur Bar mit einem... Oh Gott! Lisa hat es, die Sprachverschlag. Ja, ich kann nicht mehr. Eve zu uns. Wir trinken was an der Bar und das Schöne ist, das ist ja eigentlich auch dein Fachgebiet, also bis auf, dass du auch Hotelfachfrau bist, bist du in der Gastronomie gewesen und da führt auch so ein bisschen dein Weg jetzt überhaupt zur Burlesque hin. Wie war das denn? Naja, ich bin leidenschaftliche Gastgeberin und Entertainerin und da war es sehr naheliegend, dass meine Mutter mir dann sagte eines Tages, Eve, mach doch mal was Vernünftiges. Und so habe ich den Beruf als Hotelfachfrau erlernt, hier im East Hotel und professionelle Barmixerin. Herrlich, wir bestellen erstmal was. Was möchtest du? Ich hätte gern einen Cocktail und mein Kleid und bitte einen Cocktail passend zu meiner Kleidfarbe. Ein Cocktail passend zum Kleid. Ich nehme noch einen Cuba Libre, lieber Johannes. So, also wie kamst du dazu? Du bist in Bremen aufgewachsen. Genau. Geboren und aufgewachsen in Bremen, polnische Seemannstochter, das heißt, den Alkoholismus habe ich mit der Muttermilch bekommen, was vielleicht den Weg geebnet hat zu dieser Barmixer-Karriere. Dann, ich war tierisch hässlich in der Schule, Mobbing jetzt eigentlich an dieser Stelle so ein bisschen Mitleid wie, oh. Ein großes Oh, wir hören jetzt eine Geschichte vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan, oh, es ist gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen, Gott sei Dank, warte mal, ich muss mal hier kurz reinhüpfen. Jetzt kommt das Kleid. Und ich, oh, und der Cocktail passend zum Kleid, farblich. Eigentlich ist ja Ausziehen mein Ding, ne? Aber Anziehen ist ja immer so eine Sache, Achtung. Sieht aber auch gut aus. So, ein Applaus, Eve Champagne hat sich angezogen. Ja, das hat noch keiner, glaube ich, gesehen. Ja, Mobbingopfer Nummer 1 war ich, dann habe ich Pin-Ups gesammelt, diese klassischen Pin-Up-Bilder und... Als Kind dachte ich mir, ich werde niemals so aussehen. Ich war so hässlich, dass die Jungs einen Stock nach mir warfen, in der Hoffnung, dass ich hinterherlaufe. Das ist nicht ernst. Das geht noch weiter. Und mein Papa dann Strandurlaub, meine Eltern, ich habe diese riesigen Badestrandtücher geliebt. Habe im Sand gespielt, am besten da drunter. Und mein Dad reichte mir einen Eimer und ich, oh, zum Spielen. Und er, nein, für deinen Kopf. Und ich dann nur, hallo, Echo. So hatte ich wenigstens jemanden zum Spielen und zum Reden. In der Schule ging es aber weiter. Dann hieß es so, ey, Eve, bist du Mädchen oder Junge? Man muss dazu sagen, dass die Pubertät die Zeit ist, in der Mädchen und Jungen nicht wissen, ob sie sich küssen oder schlagen sollen. Ja? Ich habe den Typen gleich aufs Maul gehauen. So. Sehr gut. Ja, also das ist doch die Lösung. Oh, lass mal Prost sagen. Jetzt haben wir auch endlich das Farbliche. Ups. Und ich pitcher immer, aber ich glaube, das macht Johannes extra. Der macht mir die Getränke so voll. Prost, schön, dass du da bist. Oh, nee. Es ist ja auch der zweite, der kann nicht mehr gut gehen. Eve, bist du noch da? Hast du dich gerade für mich totgelacht? Mit dir. Aber erzähl doch mal, denn du hast in einer Bar gearbeitet und dann kam es tatsächlich dazu, dass du Burlesque getanzt hast. Ich kann nicht mehr gerade ausreden. Genau. Und zwar habe ich in der Lila Eule gearbeitet in Bremen. Da hat schon Rudi Dutschke referiert und erzählt und ich war Barchefin. So. Und ich habe natürlich damals noch MySpace, man erinnert, ja, lange ist es her. Und da habe ich natürlich so wie immer eine große Fresse gehabt und damals noch nichts dahinter und habe dann gesagt, ich wäre Deutschland, the German Girl. So, dann kam eine Band aus Vancouver, die hatte Burlesque-Tänzer da und das war ein Live-Musikschuppen und ich habe gesagt, diese Schlampen gehen nicht auf die Bühne, bevor ich nicht auf der Bühne war. Ja, und dann hatte ich 4 Wochen Zeit, meine erste Burlesque-Nummer einzustudieren. Und hast es gemacht? Habe ich auf jeden Fall gemacht und 5 Jahre lang habe ich diese Band supported in Norddeutschland als Act Warm-Up. Der Hammer. Sag mal, du hast eine Fernbeziehung nach Bremen und eine jahrelange Beziehung. Ist dein Partner nicht wahnsinnig eifersüchtig? Naja, der ist Polizist. Naja, man muss dazu sagen, wenn man das klischeehaft sieht, der Bulle und die Stripperin. So, er ist genauso durchgeknallt, ich bin genauso durchgeknallt. Also 2 Extreme, seit 9 Jahren zusammen und es funktioniert fantastisch. Eine gute Nachricht. Aber du wirst ein bisschen fünsch, wenn jemand sagt, das ist einfach Striptease, weil Burlesque ja eine Tanzform ist. Eine Kunstform. Eine Kunstform, genau. Tanzen kann ich ja nicht, wie man gesehen hat, aber ich kann sehr gut performen. Deswegen sage ich immer Burlesque-Performerin. Es ist eine Kunstform, weil man darf, so wie ich als Kind geträumt habe, so auszusehen wie diese Frauen aus den 40er, 50er Jahre Filmen, darf man auf der Bühne alles sein, was man möchte. Und Darth Vader bin ich auf der Bühne, ich bin eine Piratin auf der Bühne, ein Cowboy und dann halt auch ein Strauß, Pinker. Und wie viele Nummern kannst du so ungefähr?
Ich habe so um die 8 im Repertoire. Ist halt sehr schwierig, weil sehr arty Nummern, sehr klassische Nummern, also wo das Publikum nachdenken muss, ist ein bisschen schwieriger in Olivers Showclub, weil da sehr viel Alkohol im Spiel ist und natürlich die auch immer denken, ich wäre gleich ein Mann. Das ist wie in Kindertagen als Teenager, weißt du, Mädchen oder Junge, heute echte Frau oder Transe. Aber als biologisch echte Frau kann ich auf jeden Fall unterhalten und dann mache ich auch klassische Nummern wie diese, damit die merken, doch, ist eine Frau. Du hast sie eben schon erwähnt, Olivia Jones. Du sagst jetzt selbst, du gehörst zu Olivias Familie. Das klingt wunderbar. Wie kamst du zu ihr und wie ist es so mit denen? Also in der Pubertät habe ich weniger Höhen und Spott ertragen müssen wie jetzt mit Drag Queens. Also das sind wirklich die Mistviecher. Es ist großartig, in dieser Familie zu sein. Vor allem, ich habe ein Alleinstellungsmerkmal und das ist halt die einzige Frau zu sein. Obwohl meine Transen mich liebevoll auch Hormon-Hartmut oder Testosteron-Klaus nennen. So wie es halt so in der Szene ist. Aber das ist das Showbusiness. Wir haben uns sehr gern und es macht tierisch Spaß, da zu arbeiten. Absolut. Du bist auch sehr sportlich, das muss man auch sagen. Also erstmal sprichst du zwei Fremdsprachen, Polnisch und Englisch fließend. Du bist Burlesque-Tänzerin und läufst einen Halbmarathon und machst, ich muss jetzt nochmal drauf gucken, und machst mit beim härtesten Parcours Deutschlands und zwar beim Ninja Warrior, bei der Ninja Warrior Show, genau, bei RTL. Und das ist gerade ausgestrahlt worden. Wie war das hart? Ich könnte nirgendwo hochklettern oder rumspringen. Wie schaffst du das? Mit welchem Training? Einfach, das Ego überwinden. Also ich bin einfach ADHS-Kind. Früher hat man die Kinder rausgeworfen, so wie meine Eltern das gemacht haben. Heute stopfen wir uns mit Ritalin voll. Und das ist einfach Energie umwandeln. Also wenn ich mich durch Feiern nicht kaputt machen kann, durch die Bühne, dann ist es durch Extremsport. Ich mache auch sehr viele Charity-Sachen. Für die Arche bin ich gelaufen. Dann natürlich Viva Con Aqua wird bei uns im Showclub, in Olivia Showclub verkauft. Und da habe ich auch schon mein Auge drauf, ob ich nicht demnächst da irgendwie mich durch den Matsch wälzen lasse. Schön, da könnt ihr ja später auch noch sprechen, Benny und du. Und wie ist es ausgegangen, der Parcours? Sagen wir es mal so, es gab eine Begehung vom Parcours. Ich habe gewonnen in der Kategorie größte Showgirl, größte Show. Bin dann am zweiten Hindernis gleich abgeschmiert. Das war mir aber von vornherein klar, dass ich da abschmiere. Und naja, wenn man so 150 Kilo Muskelpakete vor sich hat und Frauen, die aussehen wie Kampfmaschinen, ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber ich hatte die größte Fanbase und das ist halt wichtig. Und ich liebe meine Fanbase und meine Drag Queens und meine Stripper und Pole-Dancerinnen und alle, die dazugehören. Die darfst du auch alle mal grüßen jetzt. Sowas können wir ja auch, das ist ja ganz schön. Du bist eigentlich schon ein TV-Stern. Ich finde, Stern klingt wunderbar. Du hast auch beim Frauentausch mitgemacht. Sag mal, ist da eigentlich alles echt? Beim Frauentausch. Das möchte ich bitte nur mit meinen Therapeuten besprechen, weil ich habe wirklich 2 Wochen lang durchgesoffen danach, weil es nicht gestellt ist. Es ist nicht gestellt. Das ist hier mal die Überraschung. Talkdot deckt auf, Frauentausch ist nicht gestellt, ob wir das glauben sollen. Yves, letzte Frage noch, was erwarten wir als nächstes von dir? Wo können wir dich sehen? Auf jeden Fall jeden Freitag und Samstag in Olivia Showclub und dann auf den Bühnen in der Woche in ganz Deutschland und international und demnächst auch beim Berlin Burlesque Festival als Moderatorin in Berlin. Herrlich, und das gucken wir uns an. Und bis hierher erstmal, Yves und ich geben von der Bar zurück zur Bühne zu Benny und Peter. Ja, Benny Adrian ist sowas wie Viva Con Aqua Queen, da geht noch was. Also wenn hier unsere Yves für Viva Con Aqua tanzt, glaube ich. Yves Champagne durch den Matsch für Viva Con Aqua. Wir werden da nachher nochmal. Genau, hier werden Freundschaften fürs Leben gemacht. 2005 warst du im Wintertrainingslager mit FC St. Pauli auf Kuba. Und das war das Gründungsjahr von Viva Con Aqua. Was ist auf Kuba passiert, dass du auf diese Idee gekommen bist? Die Idee ist eigentlich erst danach entstanden. Das war ein tolles Trainingslager. Wir waren da 2 Wochen und haben da trainiert, also ein bisschen trainiert und viel auch das Land angeguckt. Ach, sehr schön. Und in der Zeit danach entstand eigentlich die Idee zu Viva Con Aqua. Natürlich waren wir vor Ort auch und haben den einen oder anderen Kindergarten, haben auch natürlich die Situation vor Ort mitbekommen. Die war nicht gut. Die ist natürlich so, wie es in Mittelamerika und Südamerika häufig man es einfach antrifft, anders wie hier. Und in der Zeit danach wuchs da dann so die Idee in uns zu sagen, hey, wir wollen mit unseren unfassbaren Voraussetzungen, die wir in dieser Stadt haben, mit diesem Fußballverein haben, einfach etwas machen, was dort anknüpft
Und dann entstand die Idee, eben gemeinsam dort Viva con Agua ins Leben zu rufen. Naja gut, also wenn jetzt ein Fußballer sagt, und zu dem Zeitpunkt warst du ja noch Fußballer, oh, ich war jetzt auf Kuba, hab gesehen, denen geht's nicht so gut, ich habe da eine tolle Idee, da muss man ja erstmal Verbündete finden. Also weil die zwischen der Idee und der Durchführung, da muss ja irgendwie, wie hast du die Leute angezündet? Wir haben natürlich eine hervorragende Voraussetzung gehabt von Anfang an durch den Verein. Da kamen jetzt also Leute aus der Mannschaft, die sagen, wir machen was. Und was wir von Anfang an, womit wir gestartet sind, war ganz klar zu sagen, hey, das ist eine Plattform, ein Netzwerk, wo jeder die Möglichkeit hat, mitzumachen. Das ist ja heute noch ganz wichtig, diese Idee, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, Yves Champagne im Schlamm, jeder macht, was er kann für Viva con Agua. Und da haben ja dann die Fans und das Umfeld des Vereins, die haben das ja dann mit Leben gefüllt und haben eben von Tag 1 gesagt, wir sind dabei, wir haben Ideen, wir machen Aktionen. Und da kam es ja dann wirklich von Anfang an zu einem Blumenstrauß von allen möglichen kreativen Sachen, die dann halt auch am Schluss in die Projekte eingezahlt haben. Und damals auf Kuba war schon dabei der jetzige Pauli-Präsident Oke Göttlich. Allerdings nicht als Präsident natürlich, sondern als Journalist. Richtig, ja. Das heißt, Oke war damals bei der Taz und hat uns begleitet auf der allerersten Reise mit Viva con Agua und hat das damals dann für die Taz dokumentiert. Und von daher ist Oke ein Mann der ersten Stunde, der auch Viva con Agua von Anfang an mit begleitet hat. Das heißt, die Verbindung ist natürlich immer noch da, weil ihr jetzt euch seit 11 Jahren kennt und er dann das ganze Ding auch noch weiterhin unterstützt und von Anfang an dabei war. Natürlich. Also wir haben ja gerade die Millantor Gallery hinter uns gebracht mit an 5 Tagen eine Riesenveranstaltung und alle schlafen heute noch sich aus, weil es so anstrengend war. Und Oke irgendwann während der Veranstaltung, Benny, toll und so, mir fällt gar kein Grund ein, warum wir diese Veranstaltung nicht 3 bis 4 Mal im Jahr hier machen könnten. Und ich so, mir schon und so. Nein, aber der ist natürlich da voll dabei, Verein sowieso. Und das ist ein großes Glück, dass wir da so eine tolle Kooperation haben. Du reist viel wegen Viva con Agua in Länder, die die Hilfe brauchen. Gibt es irgendwie ein Land, wo du sagst, also das hat es wirklich von allen denen, die ich bis jetzt gesehen habe, am bitternötigsten? Oder sind alle immer gleich schlimm? Also wie... Also gar nicht, die sind gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Also natürlich also die Länder, sondern die Situation mit dem Trinkwasser. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Reisen ja vor allem eins machen, nämlich unglaublich bereichern, wenn man vor Ort ist und eben auch sieht, wie die Situation ist, wie aber die Menschen eben auch drauf sind und das ist eine unglaubliche Erfahrung, wo man immer wieder was mit nach Hause nimmt und eben nicht nur immer dieses Traurige. Das ist uns auch ganz wichtig. Auch dieses Kontinent Afrika nicht immer nur als dieses arme Kontinent mit den traurigen Kindern davon zu erzählen, sondern eben auch die Potenziale zu zeigen, die Möglichkeiten, all diese jungen Leute, 80% der Menschen dort sind unter 30, unglaubliches Potenzial an junger Bevölkerung, die in der Lage sind, das eben in den nächsten Jahren auch zu entwickeln. Und dort gibt es ganz viele auch ganz, ganz tolle Ansätze. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Situation nicht so luxuriös ist, wie wir sie hier kennen, insbesondere in Bezug auf Trinkwasser. Und ja, aktuell ist da ja natürlich auch zum Beispiel Äthiopien wieder und mal wieder auch zu nennen, wo es auch im Moment eben die Folgen auch von Dürren und von ja, Dürrenphasen gibt. Und das ist natürlich dann schlimm. Die warten dann auf die Regenzeit und wenn die dann eben einmal ausbleibt und ein zweites Mal ausbleibt, dann wird die Situation vor Ort natürlich tatsächlich auch dramatisch an der einen oder anderen Stelle. Viva con Agua hat großartigerweise schon gestreut. Es gibt nicht nur Teams hier in Deutschland, sondern schon längst Leute in der Schweiz, die sich für euch engagieren, in Österreich, in den Niederlanden und, habe ich jetzt auf eurer Homepage gelesen, auch schon in Uganda, wo ihr ja auch irgendwann mal hin seid, um eben Trinkwasser zu fördern. Wie kam das denn zustande? Wie unterstützt ihr die? Also grundsätzlich geht es bei uns ja darum, konkrete Projekte zu unterstützen, Wasserprojekte, auch Sanitärprojekte. Der Unterschied bei uns ist, vor Ort machen wir nicht nur Projekte, die irgendwo auf dem Land passieren, sondern versuchen jetzt auch mehr und mehr eben mit den Menschen uns zu verbinden, mit denen gemeinsam Dinge auf die Beine zu stellen, die mit Musik zu tun haben, die mit Sport zu tun haben, die mit Kunst zu tun haben.
Und das sieht man ja auch eben auch immer wieder in der Millantor Gallery. Mittlerweile besteht Viva Con Agua aus einem internationalen Netzwerk mit Künstlern aus der ganzen Welt. Die kommen aus Afrika, die kommen aus Mittelamerika, die kommen aus Nepal und aus Indien. Es ist wirklich eine Plattform geworden, die mittlerweile international dort auch Menschen vernetzt, die was machen wollen, die was können, die viele Möglichkeiten haben und so auch in Uganda. Da waren wir eben schon viele Jahre jetzt dann auch regelmäßig und da gibt es jetzt eben wirklich schon eine Viva Con Agua Crew, die vor Ort Viva Con Agua Kampala und Viva Con Agua Uganda macht und sagt, wir wollen auch mit Freude, mit einem guten Gefühl, mit viel Kreativität die Welt ein bisschen besser machen. Viva Con Agua braucht Geld, um das alles zu finanzieren. Es gibt ja das Mineralwasser laut und leise, das man kaufen kann. Davon gehen Prozente an euch ab. Gibt's auch es in Kleinlaut. Kleinlaut? Gibt's auch, ja. Klippt's auch noch? Was ist das Medium dann? Ja, richtig. Ah, Kleinlaut. Habe ich noch nie gesehen, aber das finde ich auch so. Ah, da ploppt was. Gut, also ihr verkauft Mineralwasser, ihr Pfandbecher werden auch gesammelt im Stadion für euch, da, wo ihr dann das Geld bekommt, ne, von den Pfandbechern? Ja, da, also auf 150 Musikfestivals. Also das ist echt, also das Pfandbecher sammeln ist abgefahren. Das haben wir mal angefangen in Lüneburg vor einigen Jahren. So, oh ja, könnte man nicht vielleicht mal so einen Basketballkorb, da kann man so einen Pfandbecher reinwerfen. Mittlerweile auf 150 Musikfestivals, wirklich verrückt. Also Ehrenamtliche aus, was du hast es gesagt, Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, überall, die dann eben auf die Festivals gehen und den Menschen die Möglichkeit geben, ihren Pfandbecher an Viva Con Agua zu spenden und damit dann also eine Spende zu leisten. Und das ist halt eine der großen Aktionen im Sommer, die wir machen. Und ja, also ich glaube, wir sind Weltmarktführer beim Pfandbechersammeln, kann man sagen. Ja. Und jetzt werdet ihr bald, ja, das ist ein Applaus wert, jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird es nämlich ganz, ganz sauber. Ihr werdet bald auch Weltmarktführer, also hundertprozentig, so schön wie das ist, von Klopapier, denn ihr habt wieder eine neue Idee gehabt, um an Geld zu kommen. Ihr habt jetzt das Goldeimer-Klopapier rausgebracht, das ist im Moment nur bei Butnikowski zu kaufen gibt. Man muss die Werbung machen und auch da gibt es Geld, das an euch geht. Und da stehen so wunderschöne Sachen drauf mit Viva Con Agua mache ich gerne meine Geschäfte, alle für Klos, Klos für alle und so weiter. Wunderbar bedruckt, wir machen hier wirklich viel, viel Werbung. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Also Klopapier. Die Projekte, die wir da machen, die haben auf der einen Seite mit Trinkwasser zu tun, auf der anderen Seite immer auch mit Sanitärversorgung, weil in den Projekten ist es eben so, wenn da ein Brunnen steht, ist schön, aber man muss auch gucken, wie man das Wasser danach weiterverarbeitet, dass es sauber bleibt, auch nachdem man es da rausgeholt hat und deswegen sind die immer integriert, also man nennt das Wash-Projekte, Water, Sanitation und dann Hygiene, also Hygiene noch mit dabei und von daher ist es für uns ganz gelernt, dass Trinkwasser und Sanitärhygiene nah beieinander ist in den Projekten und demzufolge, als es das Wasser schon gab und die Frage, wie geht's weiter, war ja klar, wir werden jetzt keine Cola machen oder irgendwie Wasser mit Himbeerflavor oder sowas, sondern war halt schon lange klar, okay, das nächste wäre dann Klopapier und ja, jetzt ist es soweit. Und es ist wunderschön designed, also das könnte man fast auch genauso an die Millantor Gallery hängen, also muss wirklich sagen. Ja, es ist also auf jeden Fall zum ersten Mal kann man mit Stolz, mit stolzer Brust den Butnikowski verlassen und das sein Klopapier zur Schau stellen. Es und ist schwingen, auch immer, genau. Ja. Weil es eben so hochwertig und künstlerisch ist. Und zum Thema Kunst und Kultur haben wir jetzt übrigens eine Stilikone zu Gast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Astrid übernimmt. Hier steht der Mann, der Karl Lagerfeld, nicht luschen auf meine Karten, der Karl Lagerfeld geschlagen hat, unter anderem Modejournalist Harald Nikolas Staatsul. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank, freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Das Magazin GQ hat dich auf Platz 66 der bestgekleidetsten, der elegantesten Männer ganz Deutschlands gewählt. Des deutschsprachigen Raums. Oh mein Gott, das ist ja noch größer. An dieser Stelle grüße ich immer gerne unsere Zuschauer in der Schweiz und in Österreich. Karl Lagerfeld, das muss man dazu sagen, auf Platz 68. 60, ja. Er war auch sehr sauer. Er rief dann an und ich sagte, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber konnte es jetzt auch nicht. Jetzt habe ich natürlich keinen ersten Platz mehr bei der Show bei Chanel, was schwierig ist. Ich im zweiten Platz. Da wird es Krisen geben, ja. Ganze Redaktionsteams werden aus Protest zurücktreten wahrscheinlich. Ne? Also ich hoffe, dass ich das wieder hinkriege mit ihm dann.
Das hoffen wir auch. Darauf war ich jetzt überhaupt nicht gefasst. Lieber Harald, ich habe anlässlich deines Besuchs ein paar Modezitate gesammelt und würde dich um einen kurzen Kommentar bitten. Und wir bleiben ganz kurz bei Karl Lagerfeld. Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, das ist ein totaler Blödsinnsatz, den man sich nur irgendwie ausdenken kann, wenn man die ganze Zeit in einem Palais rumsitzt und 6 Kollektionen macht. Also die jungen Männer, die ich in Joggenhosen da in den Lockstedt sehe, die sind sehr wohl in Kontrolle ihres Lebens und er wird langsam alt. Er wird alt. Ich wollte sagen, ob du das jetzt nur sagst, um Karl Lagerfeld zu widersprechen, wir wissen es nicht. Dann Laufstegtrainer Bruce Danell, wir erinnern uns, Germany's Next Topmodel. Wenn man eine Händetasche hat, dann muss die auch lebendig sein. Wer ist dieser Mann? Das ist Kommentar genug. Wir haben das nächste, Modedesign-Ikone Coco Chanel. Die meisten Frauen wählen ihr Nachthemd mit mehr Verstand als ihren Mann. Da ich mit Nachthemden von Frauen sehr wenig Erfahrung habe, möchte ich mit einem anderen Zitat von Coco Chanel antworten. Sie sagte nämlich unter anderem, wer mein kleines Schwarzes nicht hat, ist keine Frau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe mal einen Kommentar geschrieben, da war ich auf so einer Lucky Strike Veranstaltung und habe die dann rezensiert für meinen Blog über Hamburg und dann schrieb ich, es war, als hätte Coco Chanel nie gelebt. Alles klar, das lassen wir sacken, würde ich mal so sagen. Du bist unter anderem jetzt aktuell nicht nur Mode-Lifestyle-Journalist, sondern Diamanten- und Juwelen-Journalist. Eine, ich sag mal, Randdisziplin. Wie bist du dazu gekommen? Wann fing das an? Ich glaube, es fing an mit dem Schmuck meiner Urgroßmutter. Die war, hat sich unter anderem dadurch hervorgetan. Arne, mein Anwalt, lacht, ja. Ich glaube, es ist meine Mutter. Nein, sie hat... Also sowohl dein Anwalt als auch meine Mutter lachen. Also man muss es sagen, Auguste von Kretschmar hatte die Eigenschaft, dass sie jedes Mal, sie durfte ja ausreisen aus der DDR und ich hatte sie nicht gesehen. Also noch nie und die wurde mir dann vorgestellt. Und dann hatte sie es geschafft, dass sie vor dem DDR-Grenze das Einzige, was man ausfahren konnte, waren Goldstücke der DDR. Und just als dieser Filzer da, dieser wahrscheinlich aus Mecklenburg-Vorpommern oder was versuchte, da sich mit der alten Gräfin anzulegen, nahm sie das Taschentuch, in dem die Goldstücke waren, und tupfte sich das Gesicht ab. Und so bin ich dann doch so zu meinem ersten Grundstock gekommen, kann ich sagen. Goldschmuckel aus der DDR, auch nicht viele. Und hast vermutlich als Kind schon irgendwie damit zu tun gehabt. Wir springen mal einen Moment zurück. Du hast nämlich lange Zeit für den Stern gearbeitet. Jetzt haben wir es mal aufgedröselt. Freier Vize-Ressortchef Lifestyle, Mode und Kultur. De facto, nicht de jure, aber de facto war ich das. Ich hätte mich einklagen können, aber habe ich Arne noch nicht gekannt. Alles klar, mit dem sprechen wir auch noch mal irgendwann. Und du hast sehr viele beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt, hast ein Jet-Set-Leben geführt. Wer war denn mit am beeindruckendsten? Jesse Norman, ehrlich gesagt. Jesse Norman, die Opernsängerin, die ist vielleicht heute nicht mehr so wahnsinnig bekannt. Damals nannte man sie in der britischen Presse The Norman Conquest, ja, die normannische Eroberung. Und ich war mit ihnen in einer Hotelsuite in London, ich glaube, bin gar nicht mehr sicher, irgendwas Intercontinental, die hatten diesen Rotisserie Club unten. Jedenfalls sagte sie dann so, Sie wissen doch, diese Stelle bei Stravinsky, bam, ging's los. Ne? Da hat sie also kurz mal irgendwie ihren Sopran aufgemacht und hat vergessen, dass irgendwie Zivilisten anwesend sind. Ja? Und genau in der Sekunde ging dann das größte Unwetter Londons nieder und ich habe dann im Stern versucht zu schreiben, sie haben es dann nicht gedruckt, die Schweine sind's, habe ich dann geschrieben, dass sie als Göttin, als einzige Sängerin der Welt in der Lage ist, ein Gewitter auszulösen. Ich glaube da immer noch dran. Oh, was für geflügelte Worte, das ist ein Traum. Ein Szenenapplaus. Das ist es in jedem Falle wert. Du hast aber auch, das ist jetzt wieder so ein bisschen aktuell, weil ja auch Bill Clinton dann für Hillary jetzt natürlich seine Reden hält, da sie nominiert ist als Präsidentschaftskandidatin. Du hast Monica Lewinsky interviewt. War das beeindruckend? Ich war sehr aufgeregt, was sie dem Chefredakteur mitteilte, womit er meine Spesenrechnung etwas nach oben setzte, damit ich mich beruhige. Und da Monica Lewinsky irgendwie sagte, ich glaube einen Tag vorher, sie wollte es jetzt um 2 machen, musste ich dann leider die Concorde nehmen. Die Concorde? Ja,
es blieb ja nichts anderes übrig. Man muss ja irgendwie rüberkommen. Man debattiert nicht mit einer Monika Lewinsky. Darf ich mal fragen, was kostet denn ein Flug mit der Concorde? Was kostete ein Flug mit der Concorde? One way 6.000 Mark. Zurück durftest du nicht mit der Concorde? Das war nur bei wirklich dringenden Geschichten der Fall. Ich glaube, ich bin 6-mal hin und 2-mal wieder zurück. Also 2 Hin- und Rückflüge. Da wollten sie in Hamburg wieder das Stück ganz schnell haben. Und ich hatte ja als freier Journalist durch meine Abfindung bei der Gala, konnte ich mir einen Laptop leisten, der kostete damals 11.000 Mark. Der erste Apple-Laptop, der 3.600. Ich weiß nicht, ob hier noch ein bisschen ältere Semester auch anwesend sind. Jedenfalls 11.000 Mark. Und mit dem saß ich in der Concorde neben Herrn Kissinger. Er war sehr nett. Ich habe ihn nicht zum Vietnamkrieg befragt. Das fand er schon mal gut. Und dann habe ich da getippt und dann kam ich an, war alles fertig. Super, du kannst wahrscheinlich nur im Flugzeug schreiben. Ich muss unbedingt noch ganz kurz abklopfen, denn ich hatte früher Sammelmappen von ihr. Du bist Prinzessin Diana begegnet, mehrmals. Was hat sie zu dir gesagt? Was hat sie gesagt? Warte mal. Delighted, das war der erste Satz, da war ich 14. Da war ich da bei MBB mit der Gattin des Vorstandsvorsitzenden. Die hatte mich mitgenommen, weil sie irgendwie ein Kind brauchte, wo man irgendwas man tätscheln konnte. Hat sie mich da einmal so getätschelt. Und sagte, she's delighted to see you, oder? Oh, Your Royal Highness, please, will you marry me? But I am married already. Oh, I know, but he doesn't love you, everyone knows it. Ich glaube es dir aufs Wort, lieber Harald. Ja, wir können nochmal Name-Dropping machen. Auch Billy Wilder hast du interviewt. Manche mögen es heiß, Regisseur. Aber du hast dich auch aus deinem Beruf zurückgezogen, um dich ja neu zu positionieren eine ganze Weile? Das war eigentlich eine Reaktion A auf die Journalistenkrise. Ich war ja Luxury Goods Correspondent der Financial Times und das Problem der Financial Times war, dass nicht nur sich niemand diese Luxury Goods leisten konnte, sondern sich auch irgendjemand dann irgendwann die Financial Times nicht mehr leisten wollte. Und it was a catch 22, so I thought, ich habe dann gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein Sabbatical, ja, und überrasche deine Fans mit etwas Neuem. Das ist fantastisch und rein zufällig bist du fast in dieser weniger zeitungsfreundlichen Zeit. Du bist fast Millionär geworden. Magst du es mal ganz kurz erzählen? Du bist fast Millionär geworden. Naja, also das wir versuchen es mal so. Also eine sehr bei Verstand seiende Tante meines aus der mütterlichen Linie hatte den Verstand, das Geld nicht ihrem Ehemann zu überlassen, sondern den 3 Cousins in der 3. Generation. Was der natürlich gar nicht mehr erlebte. Auf jeden Fall bin ich dann mit Arne und Henri, meinem Anwaltsteam und einem Fotografen, damit das irgendwie auch richtig dokumentiert wird, nach Brüssel gereist und stellte fest, dass ich genau für 10 Sekunden Millionär war, weil die Brüsseler Erbschaftssteuer genau 70% beträgt. Und dann warst du kein Millionär. Nee, ich lag dann offenbar etwas länger in der Badewanne des Hotels und wurde dann reanimiert durch einige Gin Tonics. Und ich soll dann auch geschrien haben, Brüssel soll brennen. Darauf willst du ja raus. So, tatsächlich so, wir hatten das Hotel, Arne hat das sehr gut gebucht. Das war nahe des sehr, sehr pittoresken Marktplatzes von Brüssel. Und ich stand also da und schrie so, Jacques, ich klage an. Und dann drehte ich mich um und schrie, Brüssel soll brennen. Und wir waren auf der Suche nach einer schönen kleinen Bar und keine 3 Blocks weiter stand also ein 7-stöckiges Eck-Geschäftshaus, reinstes Empire, komplett in Flammen. Und seitdem, ich glaube, einer meiner Anwälte nennt mich seitdem Nero. Aber nicht in offiziellen Schreiben zum Das ist schön, du hast den bösen Blick. Heidenei. So, aktuell schreibst du für die Leica, was machst du da genau? Also Leica S, es geht um das Leica S-System und auch die LFI-Fotografie. Ich bin hauptsächlich dafür verantwortlich, die Galerien mit den Ausstellungen auszuwählen, die für unsere Leser, also die Leica-Adepten, interessant sein könnten.
Und gegenwärtig arbeite ich an einem Portfolio, den Namen darf ich gar nicht nennen, einer der berühmtesten Fotografen, die zweitberühmteste, don't sue me, also die zweitberühmteste Fotografin der Welt. Also die zweite nach Annie Leibovitz? Die zweite nach Annie Leibovitz und ich habe das Gefühl, ich liege seit 3 Tagen mit ihr in der Badewanne, weil sie also jeden dritten Satz von mir ändert aus Paris, aber auch diese Prüfung werde ich überstehen. Unbedingt. Lieber Harald, wir sprechen uns gleich noch. Herzlichen Dank, ja, soweit erstmal. Ich bedanke mich auch. Dein Applaus, lieber Harald. Benny Adrian ist hier, Viva Con Agua Gründer. Es geht gerade wieder die Diskussion um die Privatisierung des Trinkwassers los. Das heißt, man soll dafür zahlen, dass man köstliches Nass zu sich kriegt. Wie stehst du denn dazu? Wir haben die Diskussion ja auch so ein bisschen bei uns geführt, als wir da angefangen haben, eben selber auch Wasser zu verkaufen und haben uns damals dann klar dafür entschieden, weil wir gesagt haben, hier gibt es genug Wasser, hier kommt es aus der Leitung, jeder kann es trinken, es besteht kein Mangel. Also verkaufen wir das und die Erlöse gehen wieder in Trinkwasserprojekte. Es wird an dem Punkt natürlich problematisch, wo die Leute keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und wo die Privatisierung dann einiger Firmen dazu führt, dass die Menschen so viel bezahlen müssen, dass sie dann keinen Zugang wirklich haben können. Das ist natürlich dann ein Verbrechen. Du bist viel unterwegs und hast uns im Vorgespräch erzählt, interessanterweise, egal wo du warst, eine Firma war immer schon da. Coca-Cola meinst du? Coca-Cola, genau. Ja, richtig. Also die gibt es wirklich überall. In der Wüste genauso wie irgendwo am Berg oder was? Coca-Cola, also genau, Coca-Cola ist die am besten vertriebenste Firma, die es gibt auf der ganzen Welt. Die kommt dorthin, wo dann auch keine Medikamente mehr hinkommen, wo der Staat nicht mehr hinkommt. Und das aber können ist die nicht was machen als große Firma? Können die nicht irgendwas reißen und sagen, okay, wenn wir da schon sind, dann legen wir noch irgendwas bei, was die auch brauchen da unten und nicht nur Cola? Ja, das haben wir ja, ne? Also Cola ist ja für viele der Teufel und da ist ja vielleicht auch ein bisschen was dran und gleichzeitig macht Coca-Cola auch schon ziemlich viel. Ich war in Nepal, auch in Uganda, wo ich jeweils mit der GIZ gesprochen habe, die dort eben mit Coca-Cola auch tolle Projekte tatsächlich schon durchführen. Also da muss man auch immer ein bisschen differenzieren, das ist ja so ein bisschen meine Haltung in dem ganzen Thema, dass man dort auch die großen Unternehmen nicht einfach sozusagen so an den Rand stellen sollte in dieser Transformation, die uns ja bevorstehen wird. Von daher natürlich, wenn Coca-Cola heute anfangen würde, Impfstoffe beizulegen, mit denen man Dinge dann Krankheiten auch abschaffen kann, dann wäre unser Bild von Coca-Cola plötzlich sehr viel positiver. Von daher wollen wir es hoffen, dass die Unternehmen irgendwann auch anfangen, da einzulenken. Vielleicht hören Sie es ja jetzt, wenn Sie uns sehen. Das wäre dann schon deine mindestens zweite sehr, sehr gute Idee. Für die erste Idee, Viva Con Agua, hast du ja, und da warst du noch nicht 40. Und du bist es immer noch nicht, du bist immer noch nicht 40. Du hast das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten für Viva Con Agua. Und Bundesverdienstkreuz, liebe Zuseherinnen und Zuseher, kriegt man eigentlich in Deutschland erst, wenn man 40 Jahre oder älter ist. Du hast es angenommen, das Bundesverdienstkreuz. Erzähl darüber. Ja, tatsächlich, die erste Frage, die einem gestellt wird, ist dann, also Herr Hadrian, Sie haben jetzt hier, sind da ausgezeichnet, wollen Sie dann das Ding auch annehmen? Und es gibt ja gerade in Hamburg die hanseatische Ablehnung, dass eben Teilnehmer des Hamburger Senates, auch ehemalige, eben tatsächlich darauf verzichten. Das hat historische Seit 1270, ich habe nachgelesen, historische ist das Gesetz. Ja, so genau, jetzt war ich nie im Hamburger Senat tätig und habe das auch nicht vor. Deswegen haben wir damals entschieden, ja, wir nehmen das an, ich nehme das an, stellvertretend für das gesamte Netzwerk von Viva Con Agua. Und dann hieß es damals, wir sind Bundesverdienstkreuz. Und seitdem liegt es irgendwo im Schrank. Ja. Ah, es liegt im Schrank. Das wollte ich nämlich genau wissen. Daibler hat seine Weltmeisterschaftsmedaille bei der Mutter in Biberach geparkt. Wo ist eben dieses Bundesverdienstkreuz? Irgendwo in der Ecke am Schrank. Ja, es ist im Schrank tatsächlich. Wir haben vor kurzem das Büro aufgeräumt und umgezogen und dann ist so zwischen all den Umzugskartons und den Mülltonnen und so weiter ist dann plötzlich das Kreuz rumgelegen. Dann dachte ich, ich nehme es mal mit und bring's in Sicherheit. Jetzt liegt es bei mir zu Hause im Schrank. Ja. Wir hätten nämlich, lieber Benjamin, immer für solche Fälle, wenn du mal was brauchst, was du auf die Schnelle anziehen musst, bekommen hier unsere lieben Gäste immer die Medaille aus dem Kaugummiautomaten. Also ich meine, du kannst ja nicht immer mit dem Bundesverdienstkreuz rum, wie
sieht denn das aus? Deswegen bekommst du jetzt von uns die Talkdot-Medaille am französischen Bande. Wir würden sie dir gerne hier überreichen mit einem tosen Applaus. Ich spüre das schon, das ist vibriert. Vielen Dank. Ehrenplatz. Ja, ja. Dankeschön. Du hast vorhin gerade schon gesagt, du hast deine Bachelorarbeit endlich abgegeben. Du musst in diesem Monat im August, musst du dir noch verteidigen. Ne? Wir wünschen dir viel, viel Glück. Und du wirst zum ersten Mal seit Jahren den Kiez hier verlassen und wegziehen. Du willst aufs Land. Warum? Ja, wir ziehen nach Rheinbeck. Wow! Wir ziehen nach Rheinbeck. Naja, also ich bin zum einen, bin ich jetzt schon viele Jahre in Hamburg und jetzt waren wir auf Reisen und sind zurückgekommen und ich habe mich total gefreut, endlich eine neue Wohnung hier zu beziehen in der Karolinenstraße. Nach 5 Tagen habe ich festgestellt, ich kann da nicht schlafen ohne Oropax, weil viel zu laut. Und dann haben wir jetzt ein bisschen geguckt und haben was gefunden und werden voraussichtlich, toi toi toi, am Freitag treffen wir noch einmal die Vermieterin, nach Rheinbeck ziehen, in die reichste Straße Rheinbecks dort, in eine Villa mit 3 Stockwerken und 11 Zimmern und werden da mit mindestens 15 Leuten wohnen, die da theoretisches Wohnrecht haben. Ist das ich hoffe, so die sind nicht immer alle zur selben Zeit da. Aber ja, genau, wir werden in eine Kommune in Rheinbeck aufmachen, direkt im Sachsenwald. Das hat Rheinbeck gerade noch gefehlt. Hat die Villa denn wenigstens eine Auffahrt? Sie hat eine majestätische Auffahrt und sie hat ein herrenschaftliches, wie nennt man das? So ein Außenbereich, wo man dann also im Garten sitzt. Und ja, sie hat auch einen Namen. Sie heißt Villa Bunter Hund. Es wird auch bald dazu ein Logo geben. Und wir werden dort viele tolle Veranstaltungen organisieren. Zwischendurch nicht viele, aber ein paar tolle Veranstaltungen. Werdet ihr herzlich eingeladen sein. Wunderbar, wir kommen auf jeden Fall. Bringen Yves Champagne mit, die suhlt sich ja gerne im Schlamm. Spenden für Viva Con Aqua. Holen die Band, die jetzt gleich hier aufbaut, auch noch. Das wird ein richtig toller Abend dann auf jeden Fall. In der bunten Hundevilla in Rheinbeck. Da wollte ich auch schon immer mal hin, ehrlich gesagt. So, Benny Adrion, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist und war unser Gast hier bei Talkdot. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für all die Geschichten, die du uns erzählt hast. Wünschen dir viel Erfolg bei der Bachelor-Verteidigung, ja, dass du den wirklich kriegst am Ende. Aber was war eigentlich das Thema? Key Success Factors of the Market Lounge of Goldeimer Klopapier. Ja. Ja. Bei der ersten Hälfte wäre ich schon fast eingeschlafen, aber Goldeimer Klopapier finde ich super. Viel Erfolg dafür, viel Erfolg für Viva Con Aqua. Danke, dass du unser Gast warst. Und folge doch einfach diesem Licht an die Bar. Da gibt es sicherlich auch nochmal laut, leise und mittler. Benny Adrion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dankeschön. Harald und Matthias. Harald, du hast Peter und mir verraten, im Vorgespräch 1996 hast du einen Film gesehen und bist ins Schwärmen geraten. Naja, also ich meine, das ist natürlich, den Namen habe ich schon wieder vergessen, Schreien nach Freiheit, Schreien nach Liebe. Schreien nach Liebe, ja, Freien nach Freiheit wäre besser gewesen wahrscheinlich. Jedenfalls war das natürlich was ich glaube, was heute in den Produktionslandschaften der Öffentlich-Rechtlichen weder noch drehbar, noch schreibbar, noch angenommen, noch sendbar wäre. Und das war damals Prochnow sowieso als völlig ernstzunehmender Schauspieler, denn du in dieser Wahnsinnsrolle irgendwie, ne? Von einem Aussehen, man konnte sich in Ingolstadt gar nicht mehr beruhigen wochenlang, aber egal. Matthias, hast du das damals auch so wahrgenommen? Wir haben ja schon gesagt, es war schon eine mutige Rolle. Hast du dich so als Schwulen-Ikone dann wahrgenommen? Hast du diese Reaktion gehabt oder ging das eher nicht so an dich ran? Naja, ich war in erster Linie mal heiß auf Spielen. So, ne? Also, und das war wirklich so ein Befreiungsschlag, wo ich dachte so, wow, also weiter von dir weg kannst du nicht entfernen. Das ist wirklich, war ja eine sehr zerstörerische Rolle. Auf dem Strich gehen, ganze Familienleben zerlegen. Und ich ficke vor allen eigentlich. Na klar, da musst du ein bisschen Hemmung fallen lassen, aber auf die Möglichkeit hatte ich 1,5 Jahre lang Daily Soap Erfahrung. Hinter mir habe ich lange gewartet, so lange war es am Ende gar nicht, aber es war
Ja, ein kleiner schauspielerischer Befreiungsschlag. Hat Spaß gemacht. Und in der Szene wurde der Film natürlich sehr wohlwollend aufgenommen und ich habe da... Der war politisch genau zur rechten Zeit. Ich versuche das immer meinen jungen Freunden klarzumachen. Es gab keinen Westerwelle, es gab keinen... Wie heißt der? Wovereit. Es gab die ganzen Integrationsfiguren. Das Einzige, was ich kannte, war Fassbinder in schwarzen Lederjacken, der irgendwelche dicken, behaarten Männer in irgendwelchen Münchner Schwulenbars abgefilmt hat. Also die Integrationsfigur. Nijinsky war tot, Nureyev hatte AIDS. Ne? Da war er schon eine gute Alternative. Ja, das kann man auch einfach mal zur jetzt kommenden CSD-Woche in Hamburg sagen. Wir wünschen uns mehr solcher Filme, würde ich sagen, und solcher Arbeiten. Springen wir ein kleines bisschen. Ihr habt sehr unterschiedliche Hobbys. Harald, die Juwelen, du das Survival-Training. Meinst du, Matthias, es würde vielleicht auch Harald mal gut tun, so ein bisschen auf so einen Überlebenstrainingstrip zu gehen? Na, tendenziell muss man das natürlich schon ein bisschen mögen, ne? Also ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist, aber ich glaube, so unterm Strich kann es mal nicht schaden, sich so ein bisschen zu resetten und einfach mal zu gucken, wie man klarkommt ohne alles. Gut, jetzt gucken wir ihn uns mal an. Apropos Harald, was trägst du eigentlich heute? Prosecco auf Eis. Das ich meinte, was du trägst. Ach so. Aber auch sehr schön. You know, the trend is everywhere. Der overall Look ist Yves Saint Laurent 1988, aber zusammengestellt ist er aus einer alten Dolce Gabbana, einem gerade erst geschenkten von Vincent, meinem Ziehsohn, der beste Freund, hat mir dieses Senja-Sakko geschenkt. Dieses T-Shirt in dieser etwas, sagen wir mal, freizügigeren Art und Weise habe ich selber hergestellt durch einen beherzten Schnitt. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ein absoluter Traum. Und jetzt, lieber Matthias Schloh, erklär doch mal Harald, wie er sich kleiden müsste, wenn er auf so einen Survival-Trip gehen müsste. Na, da muss man sich nicht verkleiden. Es ist ja immer in einer Survival-Situation kommst du ja so, wie du reinkommst. Also, und das ist halt, dann müsstest du halt damit klarkommen. Ne? Also, das ist, ob in der Arktis oder in der Sahara, dann musst du halt sehen, klarkommen mit dem, was du hast. Darum geht's beim Survival. Gibt's eine Grundausrüstung, die ihr habt? Ja, ich muss halt sehen, was du hast, ne? Also jetzt in den Kursen sagt er immer, ja, es gibt erfüllt sozusagen eine gewisse Leerfunktion, da hast du schon ein bisschen Kilokalorien, darfst du schon zu dir nehmen, die er stellt. Hast du irgendwelche Care-Pakete? Er sagt, die Situation ist folgendermaßen, wir verlassen das Fahrzeug, eine Murine hat uns erwischt, der Reisebus ist nicht mehr befahrbar, wir müssen uns jetzt hier durch die Wilden schlagen, 25 Kilometer in die Richtung, los geht's. Wir nehmen mit, was wir tragen können und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und dann geht's los? Dann geht's los. Das klingt. Wo ist denn dann das nächste Sheraton? Ich verstehe das ganz Oh, weißt du was, Harald? Ich überlasse euch mal einfach diesem Thema und Matthias erklärt Harald jetzt, wie es genau läuft, wie man in der Wüste ein Sheraton-Hotel findet. Und wir gehen zurück zur Bühne und da kommt unser Schlussact. Auf der Bühne steht Peter mit Tikus Orchester. Und ich stehe hier nicht alleine. An meiner Seite im Akkordeon Bernd Butz, dann haben wir am Kontrabass Max Quentmeier, an der Oboe Ciro Pont und hinten an den Drums Nils Raffel. Und neben mir steht der Tico von Ticos Orchester. Sag mal, ihr seid 5 Jungs. Ihr habt euch nicht wirklich gefunden, sondern du hast sie gesucht. Es war so eine Art Casting, ne? Ja, kann man so sagen. Ich habe sie gesucht und gefunden. Ich hatte am Anfang die Idee von Ticos Orchester. Und dann ging das nach und nach, ne? Hat aber auch gut ein Jahr gedauert, bis ich wirklich alle Jungs zusammen hatte. Welcher von den Jungs war denn der Erste? Bernd war der Erste. Genau, mit Bernd fing alles an. Er kam und er blieb. Ihr macht ja so ein bisschen Weltmusik, werden wir gleich hören. Also es ist so eine Crossover-Geschichte, singt aber mit deutschen Texten. Warum? Warum nicht Spanisch, Englisch, Französisch? Also ich bin mit Deutsch aufgewachsen und das an einem Ort wie Hamburg, der also sehr bunt ist, sehr multikulturell. Deswegen, ich finde, Weltmusik und Genremix passt eigentlich ganz gut zu Hamburg und zu Deutschland auch.
Wunderbar. Und ihr seid nämlich auch Teil des BID-Reeperbahn-Projekts. Sie spielen unser Lied The Sound of St. Pauli und die Compilation, endlich darf ich dieses Wort mal sagen, mit diversen Variationen von Auf der Reeperbahn nachts um 12:30, wird im September zum Reeperbahn-Festival erscheinen. Und jetzt hören wir aber Tikus Orchester erst einmal mit dem Titel Verrückt. Und Peter und ich, dich muss ich jetzt drücken, wir verabschieden uns und sagen tschüss, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Möchtest chillen, doch alles endet im Exzess. Das Glück reicht dir die Hand, doch du hältst dich am Wahnsinn fest. Eben war's noch gestern, gleich wird es schon morgen sein. Schau mal, wie man durchdreht mit Schritten aus dem Tanz rein. Bleib im Regen stehen oder komm herein. Oh, 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 du musst verrückt sein. Ich habe keine Lösung für dein fehlendes Benehmen. Lehne mich zurück und bewundere das Problem. Du klopfst an 1000 Türen Suche nach Normalen. Es kostet dein Verstand, doch du möchtest mit Karte zahlen. Bleib im Ring stehen oder komm herein. Oh, 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 du musst verrückt sein. Du bist wie alle anderen und deshalb allein. Oh, 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 du musst verrückt sein. Ich bin, was du brauchst und teile mich durch 10. Ich bin hier, doch keiner hat mich je gesehen. Sprachlos vor dem Spiegel, denn dazu fällt mir nichts mehr ein. Wahnsinn ist gewöhnlich, sag, wer will verrückt sein? Bleib im Regen stehen oder komm herein.